Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin und hallo zum Admiral Bett Spieltagscheck vor unserem nächsten Auswärtsspiel bei Hannover 96. Wir stehen hier direkt am Trainingsplatz und Dennis Hatzikadunic ist bei uns. Moin Dennis, du lernst noch Deutsch aktuell, ne? Genau, jede Woche ich lerne Deutsch und ist besser, ist gut. Ja, yeah. So next year we maybe talk in German then. For now we will talk in English. Dennis, you said Hamburg reminds you a little of Stockholm. Have you found some places you can spend your free time yet? Yeah, I live close to the city. Which means I'm close to the cities. There's many things to do. It's a very beautiful place with the water and this stuff. So I'm enjoying my time here, to be honest. Yeah, and it's not so far from home, from Malmö. No. It's some hours drive, which is also nice. It's close to Malmö. Yeah, but most of your time is spent here at the Volkspark Stadium, and last weekend you got to experience for the first time the crowd and with 57,000 people. How was it for you? As you say, it was 57,000 people. It was a special first game for me. It was my first game at home in this stadium, and I enjoyed it. It was very, 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 very beautiful experience. Yeah, and it seemed pretty emotional afterwards. I don't know. You celebrated with the fans and with your teammates. I saw a little scene between you and Dompé. He told you something. He told me like you will see inside how it is when it's like full and stadium and this stuff. And he was right. It was really amazing atmosphere. Yeah. And the end score 3-0 as a defender and with your defense mates must be especially proud of this. Of course, I'm a defender. I like to keep a clean sheet together with the goalkeeper. It's not only we defenders, it's the whole team. We help scoring goals, we help defend. But of course, as a defender, it's nice to keep a clean sheet. Yeah, the 3 points from last week, we have on our score now. Now it's time to look ahead and we will show you what's going on this week here at the Volkspark Stadium. Die neue Woche startete für alle HSVer und HSVerinnen mit einer tollen Nachricht. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau hat am Montag seinen Vertrag vorläufig bis 2026 verlängert. Der Innenverteidiger kam 2020 nach Hamburg und wurde von seinem Coach Tim Walter direkt zum Kapitän ernannt. Der HSV ist für den gebürtigen Warburger mittlerweile eine echte Herzensangelegenheit. Was den Verein angeht, die Fans, unglaublich, wirklich. Ich habe es mir nicht so groß vorgestellt, wie es am Ende des Tages ist. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich zum Volksparkstadion fahren darf, wenn ich mit den Jungs auf dem Platz stehen darf. Ich habe hier eben eine richtig gute Zeit und ich will mich ein bisschen verewigen, ist zu viel natürlich, aber meine Fußstapfen ein Stück weit hinterlassen beim HSV und dafür geben die Jungs und ich alles. Für unseren Kapitän ging die Woche nach seiner Vertragsverlängerung am Dienstag direkt gut weiter. Nach wochenlangen Wadenproblemen konnte Schonlau wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob der Abwehrchef auch für das Spiel gegen Hannover 96 eine Alternative ist, wird sich nach dem Abschlusstraining zeigen. Morgen ist noch ein Training und dann wird man einfach sehen, wie die Jungs sich fühlen. Dann nehme ich die Jungs natürlich auch mit. Ja, und wenn wir den Eindruck haben, dass das passt, dass das funktioniert, ist es ja auch dann schön, wenn man nach so einer langen Zeit dann auch wieder im Kader ist und auch da wieder Stadion Luft schnuppern kann. Das ist schon auch für ihn nochmal ein Schub. Auch Immanuel Feray, der die letzten zwei Spiele wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, absolvierte unter der Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings und wird mit nach Hannover fahren. Sich mit auf den Weg in Niedersachsens Landeshauptstadt machen, werden sich rund 20.000 HSV-Fans. Wie bereits in der vergangenen Saison werden sie ihre Mannschaft anfeuern und auf ein Spektakel wie durch Königsdörfers Siegtor in der Nachspielzeit im vergangenen September hoffen. Die Unterstützung der Fans bedeutet Trainer Tim Walter und seiner Mannschaft viel.
Das habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt, dass vor allem dann auch auswärts wir so einen Support haben, dass es teilweise schon auch Heimspiele sind. Ja, und das ist einfach schön zu erleben, dass wir den Anklang bei den Fans auch auswärts finden und sie uns auch tatkräftig auswärts unterstützen. Das ist natürlich gerade für meine Jungs dann auch immer nochmal ein Ansporn extra und das ist schön zu erleben. Mit lautstarker Unterstützung von den Rängen geben die Rothosen am Sonnabend alles für den Sieg, damit die Woche auch mit einer guten Nachricht beendet werden kann. You play together with Van der Bremt from Belgium, Ramos from Portugal, Muheim from Switzerland. You're from the back four. How do you communicate? I communicate with the people, with the players on English, and everybody understands English. And yeah, English is the language. Yeah, but you speak six languages, so you get to use probably all of them with our players, ne? Yeah, sometimes I can speak with the Portuguese player Spanish. Some German, the little bit I know, and English. Last season you played in La Liga for Mallorca. Mm. Did you take anything from the Spanish style of play there? Yeah, of course. It's like everywhere I've been, I've it's like implemented me as a footballer. So the experience I got in La Liga was beautiful, and it's very, very like vital, and it was very, very, it was a good league, good players, very learnful experience for me. But it's quite different to the style we play here. You said you're easy to adapt to a new system. What would you say, how good did you adapt so far with the new system? I'm thinking I'm adapting well. I think week by week it's getting better. I'm trying to improve, to do everything what the coaching staff wants, and I'm doing my best to this club. And our next game this Saturday is in Hannover. I don't know if you already know, but 20,000 fans will be traveling with us. And good vibe to maybe show a good match again. It's good to have so many supporters away from home, so I'm really looking forward to it. Before we challenge you with some questions in our crunch time, you will get to watch everything about our next opponent. Hannover 96 und Elfmeter. Das sind in der noch jungen Saison zwei Dinge, die sich nur schwer voneinander trennen lassen. In bisher drei Ligaspielen wurden den Hannoveranern vier Strafstöße zugesprochen. Offensivmann Cedric Teuchert verwandelte alle sicher. Kein Wunder also, dass Teuchert mit vier Saisontreffern bisher auch 96s bester Torschütze ist. In der Liga starteten die Niedersachsen mit einer durchwachsenen Bilanz in die neue Spielzeit. Nach zwei Unentschieden zu Beginn gegen Aufsteiger Elversberg und dem 1. FC Nürnberg feierte das Team von Trainer Stefan Leitl zuletzt einen Sieg bei Hansa Rostock. Mit 5 Punkten stehen Leitl und Co. aktuell auf Tabellenplatz 6. Eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr für das Team aus Niedersachsens Hauptstadt. Im vergangenen Jahr standen die Hannoveraner nach 3 Spieltagen mit nur einem Punkt, nämlich auf Tabellenplatz 15. Damals hatte Trainer Leitl die Roten gerade erst übernommen. Doch jetzt kann er auf ein eingespieltes Team zurückgreifen, das gemeinsam mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet ist. Einen Dämpfer gab es für die Niedersachsen in der noch jungen Spielzeit allerdings schon. In der ersten Runde des DFB-Pokals schied Hannover 96 bei Drittligist Sandhausen aus. Und das ausgerechnet in ihrer neu entdeckten Lieblingsdisziplin, dem Elfmeterschießen. Gleich zwei Hannoveraner verschossen ihre Elfmeter, während alle vier Sandhäuser vom Punkt trafen. Der Fokus von Hannover 96 liegt jetzt also vollkommen auf der Liga. Und da wollen die Niedersachsen am Sonnabend gegen die Rothosen ihren ersten Saisonheimsieg einfahren. Neben dem Nordduell am Maschsee stehen in der zweiten Bundesliga weitere spannende Duelle an. Zum Auftakt des vierten Spieltags empfängt der FC Schalke 04 am Freitagabend Holstein Kiel und der SC Paderborn spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Am Sonnabendnachmittag spielt dann Greuther Fürth in Berlin bei Hertha BSC, Hansa Rostock empfängt den VfL Osnabrück und Fortuna Düsseldorf reist zum Aufsteiger nach Elversberg. Am Sonntag empfängt der FC St. Pauli den 1. FC Magdeburg,
Eintracht Braunschweig reist zum Karlsruher SC und der erste FC Nürnberg empfängt den SVW in Wiesbaden. So, Dennis, now it's crunch time. You have to beat Bobby. He scored 11 points last week. And you know the drill, so we can start? Yes. Yes. So, ready, set, go. Against which team did you make your debut for the Bosnian national team? Holland. False. Which of you, it was correct. Which of your teammates extended his contract this week? Basho. Yeah. You scored one goal for your former club Malmö. Against which team? Helsingborg. You played more than 70 games for Rostov. True or false? False. Name a former HSV player from Sweden. Nabil Bahoui. Which HSV player is taller than you? Daniel Ramos. Where does your former club Malmö currently stand in the Swedish league? Third. Mallorca is a favorite vacation spot for German tourists. True or false? True. Which Ukrainian club will play its Champions League home games at Volksparkstadion? Shakhtar. Which of your previous teammates have you played with the most? I don't know. Which sport event is currently taking place in Budapest? I don't know. Which country won the Women's World Cup? Spain. Dennis, we counted 9 right answers, so it's not the first place, but quite good. You will get the chance to beat your score next half of the season, probably. Yeah, thank you for the interview and good luck for the game on Saturday. And zum Abschluss, wir wünschen uns einen schönen Spiel Samstag und nur der HSV.